Ja! Ups, ich setze mich nochmal hin. Und dann sage ich schon mal. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen. Nochmal ein bisschen drehen hier. So, gucken, ob das besser ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Dirty Minutes. Herzlich willkommen zu einer. Ich fange mal neu an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Level Complete Challenge. Ich spiele heute Metroid Other M. Das hast du mir ja in dem schönen Yoshi's Woolly World Video aufgetragen. Es war ein sehr schönes Video. Vor allen Dingen, da du das ja mit Lola Q im Koop gespielt hast und ich diesen Koop-Modus noch gar nicht kannte. Ich kannte nur den Singleplayer-Modus und der Koop-Modus, der sah mir auch sehr lustig aus, weil er halt auch so ein bisschen wie der Koop-Modus von New Super Mario Bros. Ist, wo man halt gleichzeitig spielt und sich gegenseitig auch beeinflussen kann. Also bei New Super Mario Bros. Kann man sich ja durch die Gegend werfen. Hier konnte man sich gegenseitig aufessen. Fand ich sehr, sehr cool. Ja. Wie gesagt, ich spiele jetzt Metroid Other M. Du hast schon angekündigt, das wird ein nicht so schönes Spiel. Ich habe es mir damals gekauft, 2010, und nie wirklich gespielt. Es passiert mir leider häufig, dass ich irgendwie denke, oh, geiles Spiel, aber dann doch nicht die Zeit dazu finde, das zu spielen. Ich spiele das Ganze auf der Wii, beziehungsweise ich spiele es auf der Wii U im Wii-Modus, weil ich keine Lust hatte, die Wii jetzt auch noch anzuschließen. Ja, entwickelt von Temco und Team Ninja, die, glaube ich, für Ninja Gaiden verantwortlich sind. Kann ja eigentlich da nicht so schlecht sein, ne? Es ist Metroid und es ist Ninja Gaiden Entwickler. Gucken wir mal. Unterstützt, glaube ich, keinen anderen Controller außer die normale Wiimote. Also kein Joy-Con, kein Pro-Controller oder wie der damals hieß. So, Start-Game. Ja. Was ein bisschen lustig ist bei der Wiimote, ist ja, da ist 2 und da ist 1. Und beim NES ist da A und da ist B. Sind also quasi vertauscht. Aber Nebensächlichkeit, ne? Du hast angekündigt, dass es sein könnte, dass am Anfang sehr viel Story ist und dass ich gar nicht zum Spielen komme. Also gegebenenfalls werde ich das hier rausschneiden, je nachdem, wie das wirklich ist. Soweit ich weiß, spielt das Spiel nach Super Metroid. Aber dann wurden dann wohl noch die Metroid Prime Spiele dazwischen irgendwie eingeführt. Nee, Metroid Prime kommt auch dazu. Ah, ich weiß es auch nicht genau. Why am I still alive? Mother Brain hier, oh, hässlich. Opfert sich der Baby Metroid für Samus. Das ist, glaube ich, quasi so aus Super Metroid, ne? Nur halt nicht in 3D. Super Metroid kam ja von Super Nintendo raus. Ist, glaube ich, auch auf dem SNES Classic Mini drauf. Könnte man auch mal wieder spielen. Habe ich sogar noch hier als Cartridge rumliegen.
in Box und mit Undertone. Komplett. Time to go. Ja. Hat sie das? Ah, das hat sie wohl nur geträumt. Erinnerung von Super Metroid. Okay. Okay, Samus. Everything's normal. I awoke to the familiar voice of a quarantine officer. Let's try sitting up, huh? Slowly now. A dream. I had been reliving the tragic moments of my recent past. Thanks to the hyperbeam, which was given to me somehow by the baby, I laid Mother Brain to waste. And the explosion that followed destroyed planet Zebes, along with the remains of Mother Brain, the space pirates, and my long-standing nemesis, Ridley, and the baby. Come on, Samus. Let's go next door. Was ist jetzt hier? Nee, immer noch. Video, Video, Video! Habe ich doch schon gemacht. Sharp looking charge beam. Just the way I like it. That's the way. I like it. Go ahead and drop some bombs. Okay. Get out of morphball mode and return to normal. Perfect, Samus. Tutorial. All right. Stand in the middle of the room. Ja. Nein. From there, kick climb to work your way up. Skip. Just like that, Samus. Cool, jetzt ist das Loch im Boden wieder weg. Let's invite some of your pals. Du machst ein bisschen Auto-Aim. Also. Man muss gar nicht so viel zielen. Okay, looking good. Hatte ich auch keinen Analogstick hier, das war ja der. Here comes some beams. Dodge them. Concentration to replenish your missile supply. You haven't forgotten, have you? Use concentration to replenish your missile supply. Okay. What are you
pesky buddies is lurking here somewhere. Find him for me, huh? Okay. One of your pesky buddies is lurking here somewhere. Find him for me, huh? Why not say hello with a missile? Ich glaube, das Tutorial. Try using a power bomb. This area is well fortified. Don't hold back. Ich glaube, das Tutorial überspringe ich nachher. Allow adequate room around you during power bomb. All right, Samus. That's it for the test. Looks like you took quite a bit of damage. It's unbelievable how well you've held up. I wondered if this, too, was a result of the power the baby gave me. Right. You're due in the meeting room. The big dogs are waiting. I gave your suit a polish so you'd be at least somewhat presentable. Not even a fragment. None of the baby remained on me. I knew it to be true, but still couldn't help looking at my palm for a sign. Never again would I encounter the baby. Never. The finality of it struck me once again. Mission completed. The planet Zebes was annihilated. And all Metroids were exterminated. A simple report, almost dull even, but it felt momentous to me. I don't know how much time passed since then. Days went by in their quiet way, and people's recollections of Metroids and space pirates grew nebulous over time. Relegated to a past concern of the galactic communities. Nothing more than a faded memory. Codename Baby's Cry. A common SOS with the urgency of a baby crying. The nickname comes from the fact that the purpose of the signal is to draw attention. The signal was coming from a remote part of space. I altered the course of my ship as if this detour had already been part of my flight plan. Baby's cry. It was as though it was crying specifically for me. Skip, skip, skip. Space pirates.
Das Raumschiff von Samus ist ja auch mal sehr cool. Bin ich bei Metroid 2 oder bei Super Metroid? Wo machst du mal Raumschiff raus? Ich glaube bei Metroid 2. Also auch im Game Boy. Weniger Details. Okay, ich kann jetzt hier. Ein Hold B, ich halte doch B. Ich kann hier nichts großartig examinieren. Hier gibt es nichts großartig zu sehen. Okay, ah. Galactic Federation. Also ich kann kein richtiges 2D spielen, ne? Das ist so ein. Ne? Man kann halt auch in den Raum reingehen. One person who calls me princess, and that person is Anthony Higgs of the Galactic Federation Army. I haven't seen you since that last mission. Hey, and your buddy's here too. Adam Malkovich, a general in the Galactic Federation Army, not only a trusted confidant but also my former superior officer. Yes. There was a time when I was enrolled in the Galactic Federation Army. And then I was young and inexperienced. As the result of a certain incident, I left Adam's command and set out on my path as a solitary bounty hunter. The first words out of his mouth were typical coming from Adam. To answer his question, I recounted the details of what had brought me to this place, and then I asked what circumstances led the Federation here. Die hat doch keinerlei Gesichts... Information is not for an outsider. Expression, wie nennt man das? Gesichtsausdruck. The word he so obviously chose, outsider, pierced my heart. Commander, we're all prepped. No dice. I think our only option is to use the laser to slowly burn our way through. This is gonna take a while. The electrical system here is out, and we can't get the barrier wall to open. We tried using explosives, but it's tricky to pull off without collateral damage. What we need is some way to focus the power onto one centralized location.
Oh, Samus ist besser als die Galaktische Föderation. All right. I'm gonna go on ahead. Ich kann mich noch nicht bewegen. Adam hadn't authorized it. But I decided to remain on site for the sake of the others. Jetzt muss ich ihn hinterherlaufen. Ich hätte noch mal warten können. Okay, da kann ich. Was ist denn hier für ein Punkt? Moment, da wird es ankommen. Muss ich das so machen? Ja. Haben wir eine Bombe? Hä? Muss ich jetzt hier eine Bombe legen oder was wollen die? Es ist jetzt not yet authorized. Alter, was ist denn da für ein Scheiß? Okay, ich verstehe gar nicht, was die jetzt hier von mir wollen. Da ist ein Punkt, ja, auf der Karte. Beam habe ich nicht. Kann ich hier die Hand auf? Nee. Hm, kann ich hier? Authorized the use of bombs, das ist so nervig. Wieso muss ich die Autorisierung Cover haben? Ich verstehe jetzt gerade echt nicht, was ich hier soll. Hier sind. Hier ist keine Tür, hier ist nix, wo ich lang gehen kann. Kann ich darauf schießen? Ah ja. Hochklettern. Na, nein! Naja, okay, jetzt weiß ich nicht, wie ich hier rauskomme. Man muss aufpassen, dass man nicht wieder runterfällt. Das ist natürlich nervig. Ja, diese Viecher, die habe ich schon bei Metro 1 gehasst.
Okay, hier sind sie. Ah, okay. Was gibt's denn hier? Computer. Was kann man hier machen? Unten waren ja auch ein paar Türen. Ist doch super, dass sie mir einem erst ein Tutorial machen und jetzt das Ganze nochmal erklären. Ich darf keine Bomben benutzen. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Vielleicht soll ich nochmal zurückgehen und mir die Türen angucken, die unten noch waren. Aber ich hab auch keine Lust. Da ist irgendwas. Jetzt irgendwie gut an. Kann ich davon wieder was machen? Oh Mann, geh mal. Ach, das ist natürlich doof, denn der Wechsel zwischen 2D und 3D. Da rein oder komme ich dann nur raus? Gleich Gegner. Das weiß er jetzt schon. Ja. He's dead. Someone or something. He's dead. Er ist Vater. Das ist auch sehr lustig, dass sieht ja so aus, als ob Marines da Patronen benutzen, also Bullets, Projektile. Und Samus benutzt ja mehr so Energiewaffen außer diese Raketen. It might be too dangerous for your men to go alone. That's why I've ein riesiges Auge. Okay. This ain't good. Nothing's working.
Listen up! Free guns authorized! Sam, I'm authorizing missile use! Man kann gar nichts dazwischen. Da stehe ich dreimal auf dem Boden und dann bleibt da stehen. Jetzt muss ich eigentlich so stehen, dass ich sein Auge treffen kann. Rumlaufen. Okay. So war das nicht gedacht. Also ist ja eigentlich ganz cool. So schlimm finde ich das Spiel gar nicht. Samus, looks like I'm gonna need to ask for your cooperation on this mission. Bis auf die Tatsache, dass da echt viele Cutscenes sind und das nervt ganz schön. You don't move unless I say so, and you don't fire until I say so. Objections, lady? The thumbs up sign had been used by the Galactic Federation for ages. Me? I was known for giving the thumbs down during briefing. I had my reasons, though. Commander Adam Malkovich was normally cool and not one to joke around. But he would end all of his mission briefings by saying, any objections, lady? He was joking, but others weren't. At the time, I felt surrounded by people who treated me like a child, or used kid gloves because I was a woman. And yet with Adam, I was grateful for the nod. My past has left me with an uneasy soul. And as a result, it touched me on some level that Adam would acknowledge that past by calling me something delicate, like Lady. And I knew more than anyone that every word from Adam was deliberate. My thumbs down was a twofold response. A sign of derision at being called a lady, and a signal of my complete understanding of the mission orders. The other soldiers were always willing to support me with easy smiles despite the fact that I clearly had so much yet to learn. Among them was Anthony. In the face of his well-meaning behavior and that of the other soldiers, my response was to become increasingly bitter. I was a child, always with something to prove, a chip on my shoulder.
And I was angry. I felt that if I let my guard down, I would easily be broken. And beyond that, I was scared. But even in the naivete of my youth, I could see in Adam's joking manner how close he felt to me. Adam knows my past, and he knows me better than anyone else. Skip, skip, skip. Confession time. Nein, nicht skip. Ich will das ja sehen. Because I was so young when I lost both of my parents, there's no question I saw Adam as a father figure. When I rebelled against him, I knew I could get away with it. And his paternal compassion in the face of my rebellion reinforced the special bond I felt with him. I understood well that chances were slim that I would ever find anyone that understood me like Adam. And yet, when the time came, I still left his side. I was so young. I was so young. Oh. Young and naive. Exactly what transpired here on the battleship is still uncertain. Here's what we do know. The equipment we thought had been destroyed is operational again. And we've seen casualties attributed to an unidentified and lethal creature. The situation is critical. We need to gather all the information we can, but priority one is to find any survivors and bring them to safety. Consider this site extremely dangerous. Be careful as you make your sweeps. And there's one problem. The wireless interference in this facility is all pervasive. Your comm systems are useless. As a result, communication channels will be limited to the facility's navigation booths. Lyle, investigate Sector 1 and show a little restraint with the explosives. Gotcha. Maurice, you cover Sector 2. Repair any equipment you come across. Affirmative. Anthony, you're Sector 3. I'll leave it to you to decide whether plasma guns are called for. All right. James. Check out the control bridge. Our communication issues might be the result of electrical interference. Yes, sir. KG, run a complete sweep of the residential quarters and investigate any trace of survivors. Got it. Each of you is authorized to use a freeze gun. Do not forget to check in regularly via navigation booths. And Samus, you go to the system management room. Do everything you can to get the electrical system back up and running. Looks like your comm system is still functional. Remember, everything you see will also appear on this screen. Regarding auxiliary weapons, the use of bombs has been authorized. Warum geht denn Samus? As far as your other weapons go, we will continue to investigate and authorize use as we can. However, we currently have no plans to authorize the use of power bombs. As you know, they have the ability to spread a high-temperature heat wave over a large area, impacting living things. Which is a nice way of saying they can vaporize humans instantly. You should be well aware of how dangerous power bombs are, and how their devastation can't be obstructed with common materials. Once the mission in the system management room is complete, I need you to report back. I'll give you your next orders then. I want you all to be especially careful as you execute your missions. That's the end of the briefing. It was the first joint mission I'd been a part of since becoming a freelance bounty hunter. And of course, it was the first time since my Federation days that I was following the orders of a commanding officer. Having received mission orders from Adam, I felt confused and strangely exhilarated at the unexpected turn of events. I responded. Understood, Adam. No objections, of course. No objections, of course. Oh, Ton in der Remote. So. Ich soll auf die Map gucken, okay.
System Management Room. Das Doof ist natürlich, man kann die Ansicht nicht wechseln. Man läuft jetzt auf die Kamera zu, was nervig ist, weil man dann in die Gegner reinläuft. Na, guck mal, da unten ist ein Special Item. Kann ich hier irgendwie rein? Ja, ich kann. Ich schieße jetzt einfach auf die Kamera zu, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht doch Gegner sind. Aber ich speichere mal. Mhm. Weil ich mir das Ganze nochmal anhören muss. Wo haben sie denn hier diese Punkte auf der Karte? Sagen die was? Naja. So. Da ist auch ein Punkt, aber kann ich ihn zusehen. Was ist hier denn? Okay, da ist ein Schild, ein Fenster davor. So, wo muss ich jetzt lang? Erstmal kann ich. Sieht er nicht, darauf schieße ich jetzt. Geht das schon? Hier ist auch immer noch ein Fenster davor. Okay. Oh, da haben wir einen Gegner gesehen. Eine Rakete wollte ich nicht schießen, aber egal. Okay, das geht noch nicht. Okay, nach unten. Ne, ich will nicht nach oben, ich will nach unten. Ich will mich da nicht festhalten. Ist da immer noch. Das ist halt. Ich guck mal auf die Karte. Ja. Wo war denn der Energietank, den ich vorhin gesehen habe? Da war der. Ui, wow, wow, wow. System Management Room, da bin ich halt. Wie kann ich jetzt mit diesem Computer interagieren? Langsam rangehen. Okay. Nein, das wollte ich nicht.
Mission complete. Ja? Mission complete, nicht Level complete. Und jetzt geht's wieder zurück. Oh, oh, oh. Geraten. Ne? Ah, jetzt geht der Fahrstuhl auch wieder. Nochmal wieder speichern. Ja. Ist eigentlich ganz cool, diese Gegner, die man ja schon teilweise aus dem ersten Metroid kennt. Samus, go through the hatch on your right and head towards Sector 1. So in 3D zu sehen. Secure a route to a facility of interest. Also diesem. I'll leave you to survey Sector 1. Ich geh mal wieder speichern. Obwohl, da war ich ja gerade, ne? So, ich werde den jetzt ja auch aufhören. Das Spiel ist bis jetzt tatsächlich nicht so schlecht wie erwartet. So, warte mal hier. Stopp. Ach du mal die Home-Taste. Home. Tja, lieber Arne, das war jetzt Metroid Other M. Tatsächlich doch viel besser, als ich gedacht habe. Ich habe da deutlich Schlimmeres erwartet. Also was mir nicht gefallen hat, waren die etwas sehr langen Zwischensequenzen. Das hätte man sicherlich auch kurzer fassen können. Also wenn man sich mal anguckt, wie das bei dem ursprünglichen Metroid war, wo halt nur Text war und gar keine Zwischensequenzen. Oder gab es überhaupt Text? Ich glaube, da wurde man einfach reingeschmissen. Ich glaube, erst bei Super Metroid gab es Story, die nicht im Booklet nur war. Auch das Tutorial fand ich ein bisschen überflüssig. Das hätte man auch im Spiel reinbringen können. Vor allen Dingen durch die Tatsache, dass im Spiel ja auch immer noch eingeblendet wurde, was ich denn jetzt drücken muss. Und weil man ja auch nicht alles von Anfang an haben konnte. Man konnte ja auch während des Spiels gar nicht sofort die Raketen feuern, man konnte nicht sofort Bomben benutzen, das kam ja alles erst später. Da hätte man das Tutorial sich auch komplett sparen können, finde ich. Ansonsten fand ich es auch nicht ganz so gut, der Wechsel zwischen Third Person und First Person fand ich cool. Was ich nicht gut fand, war, dass man sich im First-Person-Dings nicht bewegen konnte.
Da war man halt, stand man halt still und konnte halt nur zielen und schießen und so richtig bewegen ging da halt, oder bewegen ging halt gar nicht. Das fand ich ein bisschen doof. Das hätte man sicherlich anders lösen können. Ansonsten glaube ich, dass ich das Spiel weiterspielen werde. Vielleicht nicht sofort, weil, oder, ja, also das Problem ist, dass man es halt nicht auf der Switch mitnehmen kann. Weil es halt auf der Wii ist. Aber ansonsten gefällt mir das sehr gut. Ich lasse es erstmal in der Wii U drin, die DVD davon. Und du wirst jetzt auch wieder ein neues Spiel spielen nächste Woche. Und zwar hast du ja vor einiger Zeit Mega Man 2 gespielt. Eins meiner Lieblingsspiele meiner Kindheit. Und es soll ja auch bald ein neues Mega Man rauskommen. Und zwar Ende 2018 Mega Man 11. Wir haben seit 2010 kein Mega Man-Spiel mehr bekommen, glaube ich. Und das ging einigen Leuten sehr zu Herzen. Und sie wollten ein Spiel machen, was so die Legacy von Mega Man weiterträgt. Das Erbe, sagt man, glaube ich, das Erbe von Mega Man hat. Sie waren natürlich, diese Leute waren keine Capcom-Mitarbeiter, also konnten sie nicht einfach Mega Man machen. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, ich glaube, eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um ein Spiel zu finanzieren. Und dieses Spiel ist dann auch auf den Markt gekommen. Und es heißt Mighty Number 9. Also, Mighty Number 9 wird dich an Mega Man erinnern. Guck dir das mal an. Gibt es auch auf der Wii U oder sonst PlayStation 4. Ich glaube auch auf der Xbox. Viel Spaß dabei. Tschüss.